Hi, ich bin Jarek, bin 20 Jahre alt und ich komme aus Polen. Ich bin Teilnehmer in dem Projekt Mach mit, Engagement lernen und leben. Hallo, ich bin Rita Wohnkamp und ich bin Teilnehmerin des Projektes Mach mit, Engagement lernen und leben. Mein Name ist Ahmad Zaza und ich bin ein Teilnehmer an dem Projekt Mach mit, Engagement lernen und leben. Mein Name ist Amer Kashama, ich bin Mitarbeiter im Projekt Mach mit, Engagement lernen und leben. Finden, dass es zu einer demokratischen Gesellschaft gehört, dass Menschen einerseits die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen und auf der anderen Seite auch Freude und Spaß daran haben, das zu tun. Und wir haben versucht, jungen Menschen vor allen Dingen auch das Gefühl dafür zu vermitteln, was es bedeutet, in demokratischen Prozessen teilzuhaben. Mach mit, Engagement, Lernen und Leben. Das war unser Projekttitel und auch das Motto des ganzen Vorhabens. Mach mit ist für mich eine Plattform, die es einfach ganz vielen verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten möglich gemacht hat, zu partizipieren und laut zu werden, Meinung zu zeigen und vielleicht auch ein bisschen von dem, was uns beschäftigt, an andere Leute weiterzugeben. Demokratie ist nicht etwas, was man kauft oder etwas, was man verschreiben kann, sondern Demokratie ist eine Entwicklung und es gibt kein Endprodukt von Demokratie, sondern es ist der, ja, jeden Tag sich darum bemühen, eine Gesellschaft zu schaffen, wo demokratische Umgangsformen wirklich gelebt werden. Für mich persönlich macht mit einfach aus, dass jeder die Möglichkeit hatte, seine eigenen Vorstellungen und Meinungen in den Raum zu werfen und dass wir auf eine Art Demokratie einfach leben konnten und dass wir uns zusammengesetzt haben und trotz sehr unterschiedlicher Vorstellungen einfach einen Konsens gefunden haben. Und das ist irgendwie das, worauf es ankommt. Das ist mir wichtig, dass wir über die Themen sprechen, die wir eigentlich hatten, wie Zusammenleben, Rassismus, Krieg, Flucht. Also das Ziel von Mach mit, Engagement lernen und leben, dass man lernt und lebt zusammen. Nicht nur lernen, sondern auch lernen und Spaß haben. Und das ist dieser Effekt, wo das Lernen richtig gelungen ist. In Mach mit hatten wir 7 Vorabende gemacht über Mehrsprachlichkeit, über Rassismus, Heimat, Flucht. Und wir haben auch über die Kinder, zum Kinder eigentlich was gemacht, nicht über den, weil in unserem Projekt möchten wir, dass mit den Leuten was machen, nicht zu den Leuten was erzählen oder dass wir zusammen was machen. Die größte Herausforderung bestand darin, den jungen Leuten die Kraft, die Motivation mitzugeben, sich zu engagieren und nicht zu schweigen oder sich zurückzuziehen, aufgrund dessen, dass sie das Gefühl haben, nichts bewirken zu können. Wenn wir dann in verschiedenen Phasen sind, dann denkt man, nee, das schaffen wir einfach nicht, also dass das irgendwie weiter nach vorne geht. Aber wenn du dann am Ende schaut, was wir schon gemacht haben, wie viele Leute schon uns besucht haben und Informationen von uns bekommen haben, dann ist das einfach großartig. Durch die Workshops haben wir unsere Message transportiert. Wir haben zuerst eine Moderation und Präsentation Workshop gemacht, dass wir wie können wir, ohne Angst zu haben, in der Bühne stehen oder unsere Stimme transportieren und lauter sein? Ja, Mach mit hat mir auch ermöglicht, dass ich meine Meinung nach außen transportieren kann, also und in verschiedene Wege. Wir haben einen Musikworkshop gemacht, in dem haben wir ein Lied gemacht, wo wir über die Revolution, über Krieg, über Heimat gesungen haben. In der Poetry Slam, das war besonders schön auch, dass jeder hat seine Meinung auf ein Blatt Papier geschrieben. Ja, da könnten wir einfach zeigen, was in uns innen steckt. Wir haben das auch so gedacht, dass gibt es auch voll viele Menschen, die gerade neu sind und die können die Sprache nicht. Und wir haben auch Comic-Workshop gemacht, dass wir keine Sprache brauchen, dass du mit Kunst und mit Malen deine Idee transportieren kannst, dass du mit Stift und ein Papier
deine Meinung sagst. Und in der Video-Workshop, der ich den auch sehr schön fand, das, und ich danke Salman, der mir gerade filmt. Und das war auch schön, dass wir durch die Video-Workshop die Technik von der Videoarbeit kennengelernt haben. Das heißt, wir haben Produkte erstellt, von denen wir uns erhoffen, dass andere Menschen sie nutzen, sie weiterverbreiten und so die Idee, eine Gesellschaft der Vielfalt weiterleben kann. Ich habe mir eigentlich letztes Mal unser Projekt so durchgeschaut, was wir schon gemacht haben, was wir schon geschafft haben. Und ich kann sagen, dass ich sehr stolz bin auf unsere Ergebnisse. Es ist natürlich sehr schön zu sehen, dass wir nach diesen 10 Monaten was geschafft haben, trotz dass der war sehr schwer zu arbeiten. Manchmal haben wir Streit und so, aber trotz die ganzen Sachen macht mit, war ein sehr schönes Projekt, war ein besonderes Projekt, in dem hatten wir alles mitgemacht. Ich finde das besonders schön, dass wir aus vielen Ländern kommen, dass wir bunt sind, dass wir mit voll viel Farben sind. Und dass unsere Besucher waren auch von verschiedenen Alltagsmenschen. Das gab es mit 15 Leuten, da gab es die Leute, die 60 Jahre alt sind, gab es verschiedene Leute und das freut uns natürlich. Ich engagiere mich dafür, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, sich mehr zu informieren und vielleicht auch mal ein bisschen hinter die Fassade zu gucken und nicht immer nur das wahrnehmen, was vielleicht in den Medien erzählt wird, sondern einfach mal selber in verschiedene Lebenswirklichkeiten reingucken können und sich ihr eigenes Bild machen können. Man sollte einfach die Leute so nehmen, wie die sind und nicht durch eine Staatsangehörigkeit der Brille ansehen. Und was wir in diesem Projekt gemacht haben, war das Versuch, was zu ändern in uns drin und in von Ansicht von den anderen Leuten. Wie sehen die Leute uns als Migranten oder als geflüchtete Menschen? Wie sehen sie uns oder welche Einstellung an uns haben? Um diese Einstellung klarer zu kriegen, damit sie uns richtig von drin sehen, nicht nur als Maschine, als Zahl, sondern als Menschen auch. Manchmal war unsere Infoabende traurig, manchmal waren die Leute sehr zufrieden. Aber es ist so, wir müssen nicht was machen, dass nur die Leute glücklich oder nur traurig. Wir haben das gemischt, weil unsere Welt ist einfach so. Gibt es was traurig, was lustig, was schön, was macht man zufrieden? Und so sind wir auch. Alle Projektbeteiligten hatten den Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, die es ihnen ermöglicht, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Ressourcen teilzuhaben. Ich habe mich gerne engagiert, weil ich habe daran geglaubt, dass wenn jeder versucht, was zu machen, dann kriegen wir was am Ende. Jede kleine Änderung spielt eine Rolle. Ich setze mich dafür ein, dass wir zusammen daran arbeiten, dass wir unsere Gesellschaft Stück für Stück ein bisschen besser machen können. Ich träume von einer Welt, wo wir uns gegenseitig als Menschen behandeln und ja, dass wir uns miteinander helfen, dass wir die anderen respektieren, so wie die sind, und nicht, dass wir die immer verändern wollen. Wir freuen uns, dass wir so verschiedene sind und wir haben die gleiche Message, dass wir sind nur Menschen, wir sind keine anderen Leute, wir sind wie ihr. Das war Warum mach mit. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk to God, go banging on his door. You
You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the